inzwischen Berichte über die dramatischen Zeit ihrer letzten Stunden liefern. Michel Imhof Deskida Leute, der Tod von Lisa Marie Presley bewegt die Welt. Details werden jetzt über ihren Tod beleuchtet. Die Sängerin soll also nicht nur eine, sondern nur zwei Herzverhaftungen erlitten haben. Sie hatte das erste zu Hause in ihrem Privathaus in Calabasas, ihrem Ex-Ehemann Danny Cuff und später auch Sanitäter. Lungenbeschlüsse vor Ort. According in das US-amerikanische Portal, TMZ, soll ihr Herz ein zweites Mal im Krankenhaus eingestellt haben. Sachlicher Wille gegen Wiederbelebung aufgrund ihres schlechten Zustands hat ihre Familie einen Lebensunterhalt unterzeichnet, der besagt, dass Presley nicht wiederbelebt wird, wenn sie wieder einen Herzstillstand erleidet. Als im Krankenhaus ankam, wurde sie in ein künstliches Koma gestellt und es wurden maßgebliche Maßnahmen ergriffen. Später wurde für Hirntod erklärt. Es ist unklar, wie lange sie ohne Sauerstoff in ihrem Haus war, bevor eine häusliche Hilfe sie in ihrem Schlafzimmer gefunden hat. Sie hat bereits mehrere Entzugungen durchlaufen, war aber jetzt süchtig nach Verschreibung von Medikamenten, einschließlich Gabapentin, einem starken Schmerzmittel und Seroquel, der Patienten mit Angelegenheiten gegeben wird. Auftritt bei den Golden Globes. Lisa Marie Presley gab verwirrtes Interview. Begräbnis in Graceland. Es gibt auch Annahmen, dass Presley an der Inhalation von chirurgischem Gas interessiert war, das in kosmetischer Chirurgie und Zahnärzten verwendet wird, um Schmerzen zu lindern. Mit einem schweren Herzen muss ich die verheerende Botschaft erzählen, dass unsere schöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat, das ehemalige Eigentum von ihrem Vater Elvis Presley neben ihrem Vater und Sohn Benjamin. Die Eltern Gladys und Vernon Presley sind dort ebenfalls begraben.